Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt, und zwar von derzeit einem noch Browser-Game, aber im nächsten Jahr gibt es auch als Steam-Game, und zwar Backpack Hero. Das Spiel fesselt gerade ziemlich viele Menschen, so wie auch mich. Ich habe es einmal gespielt, ich glaube, der gute Pexis hatte das damals auf meinem Discord gepostet. Genau, Pexis hatte das geschrieben gehabt, habe es natürlich auch gleich gekickstartet. Hier steht auch noch, das ist was anderes, ne, Pax hat es geschrieben gehabt, vor ein, zwei Wochen, einer Woche. Hab's natürlich auch gleich probiert, es gibt's derzeit zwar nur im Browser, aber hammergeiles Game, leider auch nur noch echt Englisch, aber wie gesagt, es gibt's innerhalb eines Jahres, wird das Spiel auch auf Steam released. Wenn ich kann euch gerne die Kickstarter-Page in die Videobeschreibung verlinken, da kann man, glaube ich, noch, weiß nicht, paar Tage lang donaten. Und kann dann auch für, ich glaube, $12 Mindest-Donate, um das Spiel zu kriegen. Also wenn das Spiel halt 15 Euro kostet, hat man auf jeden Fall da schon mal Profit gemacht. Und unterstützt den Entwickler während dieser Zeit einfach mit den Finanzen. Es ist ein Rogue-Lite-Game. Das heißt also, wir haben einen Durchgang und spielen diesen Durchgang. Und wenn wir verloren haben, fangen wir quasi wieder von Null an und fängt immer so weiter. Also man hat halt wahnsinnig viele Möglichkeiten, ne? Welcome to the Dungeon. Wir haben die Aufgabe, durch diesen Dungeon durchzulaufen und jeden Gegner zu besiegen. Und die Besonderheit daran ist, dass wir einen Rucksack haben. Deswegen Backpack Hero, also ein Rucksackheld. Und zwar ist unsere Aufgabe, durch den Dungeon durchzukommen und unseren Rucksack immer wieder zu erweitern, unsere Items mitzunehmen. Zum Beispiel haben wir einen Wooden Sword, also ein Holzschwert. Und ein Rogue Buckler, also ein ganz normaler Holzschild. Und einmal ein Essen, eine Mahlzeit. Kann zwar benutzt werden und bei der Benutzung adds 2 Energy. Ne? Energy ist hier quasi der Käse, den wir haben, den wir für Aktionen während eines Kampfes benötigen. Zum Beispiel das Schwert braucht, wie ihr oben rechts sehen könnt, einen Käse. Und verursacht 7 Schaden bei Benutzung. Ist eine Waffe, ne? Sehen wir oben links in dem Fenster. Oder Mitte links eine Weapon. Auch noch wichtig für verschiedene Spezialeffekte später. Und es ist eine seltene Willkommen, also gewöhnlich. Und später gibt es halt noch Legendary und so weiter. Auch hier ein Käse, kriegen wir 7 Block, um den gegnerischen Schaden abzublocken. So, wir haben hier ein Dingensen. Ein Mäuschen. You will get 6 experience for defeating this enemy, the smaller version of the red wolves that patrol the upper layers of the dungeon. Das heißt also, wir sehen hier, was er als nächstes macht. Und der wird sich 13 Block hinzuenden. Das heißt also, er wird mich nicht angreifen. Kann also ganz entspannt mich schilden. Und jetzt sehen wir, okay, macht 8 Schaden. Das heißt, ich werde mich zweimal blocken, damit ich eben keinen Schaden bekomme. So, und kann ihn halt im Prinzip besiegen. Wir sehen hier oben Floor 0. Das heißt also, wir sind ganz am Anfang gewesen und haben halt 6 von 5 Erfahrung. Können also aufleveln. Und das Coole ist halt, wir können jetzt unseren Rucksack erweitern. Und nach jedem Kampf kriegen wir Items, die wir nutzen können, um uns stärker zu machen. So, den Trank finde ich verkehrt. Hier sehen wir übrigens auch, each turn adds 2 block when a space above this item gets minus 2 block. Das heißt, würde ich eines das nach unten schieben, sehen wir, wir kriegen jede Runde 0 block, weil ein Platz darüber frei ist. Also man muss ein bisschen englischmächtig sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es bis zum Release auf Steam komplett noch auf Deutsch übersetzt wird. Denke ich schon. Wir haben jetzt zum Beispiel noch eine Mana-Perle und Geld. Und hier steht schon, adjacent clothings get plus 1 block. Das heißt, das ist kein Clothing, das ist ein Shield. Das heißt, selbst wenn ich das switchen würde, es würde hier nichts bringen. Das braucht halt Cloth, also Kleidung. Jacken, Hoodies, was auch immer, Schuhe. Hier ist Gold, das man später beim Händler eintauschen kann. Und Mana-Steine kann man nutzen, um zum Beispiel sowas hier zu nutzen. Das braucht nämlich einen Mana. Wir behalten das erstmal so weiter. Also das Spiel ist wahnsinnig, wahnsinnig umfangreich. Ich habe mir auch schon stundenlang Streams angeschaut. Einfach, weil das Spiel cool ist zum Angucken. Da dachte ich mir, okay, machst du doch ein Angespielt. Mal gucken, wie es in einem Jahr so ist. Und ihr seht, V0161A. Und wir haben hier die Tür erreicht. Ne, hier ist immer so das Ende. Exit to the next floor. Geht's nach unten. Und wir sind jetzt in der Krypta Part 1 von 3. Wir sehen auch ziemlich große Karte. Er macht mir 8 Schaden. Ihr seht, jetzt habe ich 2 Block bekommen. Blocke mich einmal, kriege ich 7. Zack, zack. Ich weiß nicht, was das machen möchte. Ist das widerlich.
Okay, fängt das Ding also an mit... Ich werde es killen. Ach nee, warte, es will Dingens machen. Was hat das? Oh, es macht Schaden. Die machen 19 Schaden. Ich mache jetzt 14. Ich kann es im Prinzip töten, ne? Naja. Ich kill es einfach. Ich krieg zwar ein bisschen Schaden ab, das macht aber nichts. Ja, muss aber... Oh, haut sowieso ab. Okay, der ist einfach abgehauen. Was haben wir hier? Ein Guardian Band. On take damage adds one haste to self. Finde ich gut. Ich mag Mana Stone erstmal nicht so richtig. Haste ist, glaube ich, dass wir mehr Block dazu kriegen. Muss man gleich nochmal gucken. Was haben wir hier? Taste Fly. Rats don't eat flies. Ratten essen keine Fliegen. Lil Buckler on use adds 6 Block. Oh, das gefällt mir aber. Wir tauschen es aus, weil es einfach mehr Platz hat. Was haben wir hier? Das ist keine Armor, das ist auch ein Shield. Ah, hier. Jetzt haben wir jetzt 3 Block. Perfekt. Wir nehmen es mal mit. Und hier haben wir noch ein Süppchen. Oh, ich kann nicht mehr mitnehmen, weil wir ja schon 3 Items mitgenommen haben. Einmal das, einmal das, einmal das. Vielleicht lassen wir das doch liegen. Und nehmen das Süppchen noch mit. Und jetzt seht ihr hier, adds 5 HP. Das heißt, jetzt kriege ich sogar noch 5 HP dazu. Weil das Ding, ne, ihr seht immer, alles, was umrandet ist, ist beeinflusst voneinander. Und hier steht, can't take more items, also let's go. Und im Spiel gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten der Variation. Man kann zum Beispiel mit dem Bogen spielen. Also, wenn du einen Bogen hast, brauchst du halt viele Pfeile im Inventar. Das heißt, du kannst dann auch wenig anderes gehen. Du kannst zum Beispiel auf eine Schild... Spike-Kombination. Spikes sind, wenn du Schaden bekommst, kriegt der Gegner auch Schaden. So, adds to block. Ah, das lohnt sich nicht. Was haben wir hier noch? Hier haben wir zum Beispiel Clothing und Armor. Jede Runde adds 5 Block. Finde ich gut. Machen wir das mal raus. Das Süppchen machen wir auch mal raus. Krieg jetzt nämlich jede Runde 5 Block dazu. Plus nochmal das Knight Shield. Nochmal plus 1 Block. Das heißt, ich kriege automatisch jede Runde jetzt, und da geht auch. Plus 6, na perfekt. 3 Block plus... Also das heißt, die Bildung hat automatisch 9 Block, was ja echt cool ist. Okay, let's go, weiter geht's. Na, automatisch 9 Block, das ist total cool. Ich bin jetzt einmal Block dazu, weil die mal ein bisschen Schaden machen. Cowardly will flee if only cowardly enemies remain. We'll get to, okay, das heißt, wenn ich den töte, haut der automatisch selber ab. Perfekt. Aha, ich weiß gar nicht, ob ihr das hinzugefügt hatte, seitdem ich es damals gespielt hatte. Ihr seht jetzt hier, ne? Haste will add 1 armor when blocking. Jetzt habe ich also statt 9 Rüstung, die ich hier plus hier kriegen würde. Oh, ich kriege ja sogar 11. Ja, doch, wegen Haste. Ich kriege jedes Mal auch einen Block dazu, weil ich Haste habe. Auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Und so kann man sich halt extrem coole Kombinationen... Bin ich aber doof. Sich extrem coole Kombinationen zusammenbasteln. Und das macht total Laune, wirklich. Das Game ist echt Hammer. Also kannst du wirklich stundenlang dich mit dem Game befassen. Hier hätten wir noch gerade coole Rüstung gehabt. Und wir leveln, können wieder aufleveln. Wenn ich das jetzt aktivieren würde, würde er halt minus 2 kriegen. Dann müsste ich wieder alles umswitchen. Wir bleiben also mal hier. Ah, da haben wir zum Beispiel auch eine Rüstung. Adjacent and diagonal helmets and footwears get to block. Adjacent Weapons get plus 1 Damage. Each turn adds 2 Block. Das heißt... jetzt muss ich... Footwears. Okay, ich habe leider kein Footwear. Na, zum Beispiel gibt es auch eine Cleaver-Strategie. Es gibt irgendwo einen King-Cleaver, der automatisch alle anderen Cleavers aktiviert, die im Inventar sind. Also hammergeil. Zum Beispiel die Wrath of Thorn finde ich ganz cool. Jedes Mal, wenn ich angegriffen werde, kriege ich einen Spike auf mich selber. So, ich würde das tatsächlich gerne nutzen. Ups. Oh, die ist größer. Ah, okay, die ist, na gut, egal. Wir haben ja schon eine Armor, das hätte ich hier, ne? Ja, lassen wir die. Aber wir können... Helmets, Gloves and Footwears get 1 Block. Wenn ich das hier mache, ist er nicht. Okay, der muss diagonal sein, ja? Ne, doch nicht. So. Wird beeinflusst der den? Der beeinflusst den, aber. Achso, ich habe die ja verwechselt. Helmets and Footwears.
Das heißt, ich könnte theoretisch den da reinpacken. Ja. Genau, jetzt habe ich nämlich hier 8 Schaden. Hier habe ich 3 Block, hier habe ich 5 Block und hier kriege ich nochmal 7 dazu. Wir haben noch einen Fisch, der uns HP gibt. Kann man auch noch mitnehmen. Was haben wir hier für eine Wasserflasche? Adds 1 Energy. 4 Dingensen. Finde ich auch nicht verkehrt. 4 Benutzungen. Oder wir können natürlich auch die, die hier nutzen, ne? Ach, to the left, okay. Für jeden Platz nach links kriegen wir 1,5 Block dazu. Das heißt, wenn ich hier weitermache, kriegt es halt noch mehr. Kann ich den switchen? Ach, Footwears. Nee, es ist ja Glove. Ja, vergiss es. Ja, manchmal gar nicht so einfach. Okay, probieren wir es mal so. Let's go. Der will mich wieder verfluchen, den hasse ich. Weg damit. Hau ab. Der haut doch eh ab, ne? Ihr seht hier, dass ich noch. Hatte ich Spike drauf gehabt? Ich weiß gar nicht genau. So, wir haben zum Beispiel einen Key, den wir mitnehmen können. On Use mag ich nicht so richtig. Lass mal auch mal. Und hier gibt es zum Beispiel auch, da ist eine coole Sache. Du kannst zum Beispiel ein ganzes Inventar wie einen Turm aufbauen. Leute, das Item ist heavy, bedeutet, es fällt nach unten. Das heißt, du kannst im Prinzip diese ganzen Blöcke aufeinander bauen, um dir einen Turm zu bauen. For each adjacent structure adds das Item gets plus one block. Also man kann so viele verschiedene Möglichkeiten in dem Spiel spielen. Das ist irre. Also man muss wirklich extrem viele Runs machen, um halt wirklich alles auszutesten. Was haben wir hier? Einen Cauldron, also einen Kessel. Item is heavy, creates a potion in space. Okay, was haben wir hier? Ein Brutus Spear. Nee, müsste man noch ein bisschen Platz haben. Macht 7 Schaden. Jede Runde kriegt das Ding 1 Damage mehr. Auch nicht verkehrt. Aber wir haben ja schon hier. Plus 8 Schaden ist okay. Bleiben wir dabei. Oh, ich hasse das Vieh. Wirklich, ich hasse es einfach nur. Ich hasse Flüche, wirklich. Bäh, widerlich. Ihr seht hier, jedes Mal, wenn bekomme ich einen Spike und das wird ihm einen Schaden machen, wenn er mich angreift. Er macht mir 8 Schaden, also ich kann einfach raufballern. Weil er kommt nicht durch meinen Block durch. Und jetzt kriege ich nochmal Haste dazu, kriege ich dann nochmal ein bisschen Block dazu. Ah, das ist schon eine coole Sache. Wir haben hier eine Machete. Deals 3 Damage to all enemies. Can be used one time each turn. Kostet aber auch keine Energie, ne? Was haben wir hier? Ein Feather Cap, Legendary, Helmets to the right, get minus one block for each space below this item gets... Oh, das ist aber schwierig. Ich habe halt keine Plätze, ne? Oh, das kommt erstmal raus hier. Ich kriege plus 4 Block, auch weil die Bronze Plate dabei ist. Wir haben hier noch einen Spiked Helm. Gib mir halt 2 Spikes für mich selber. Was macht's? 4 Block, das ist okay. 4 Block und 2 Spikes ist in Ordnung. Plus wir haben nochmal die Feather Cap, nochmal 4 Block dazu. Hammergeil, ich liebe dieses Game jetzt schon. Okay, ich freue mich wirklich darauf, wenn es final released ist. Wird hammergut werden. So, wir kriegen 13 Shield und 3 Spikes jede Runde dazu. Oh, der haut eh ab. So, wir müssen einfach mal ein Level abkriegen. Hier haben wir zum Beispiel ein Mana Stone Bow. Das Item ist Conductors, das heißt, es leitet. Ah, ein paar Dinge habe ich mir schon übersetzt. Uncommon the first arrow in each row to the right gets used. Jedes Mal, wenn wir es benutzen, wird jeder. The first arrow in each row to the right. Das heißt, in jeder Spalte wird der erste Pfeil benutzt. Used to fire arrows used as a resource in magic items, it must form a path to the item that it powers. Ich glaube, das Ding hat 3 Mana, ne? Ist ein Projektil, verursacht 10 Schaden an allen Gegnern. Ein Dartpfeil. Oh, ich weiß nicht genau, ob ich das nutzen möchte. Eigentlich nicht, weil ich habe eh keinen Platz mehr. Also im Prinzip ist egal. Was haben wir hier unten noch? Wir haben hier noch ein Damaged Knife. 3 Benutzungen, okay, ist egal. Double Poison Potion. Unused Doubles Poison. Hier haben wir noch ein Dartpfeil und hier haben wir noch ein Disgusting Food. Entfernt mir 5 HP, gibt mir allerdings 2 Energie. Gut, sind wir also auch super durchgekommen.
Und gehen jetzt in den zweiten Part der Krypta. Let's go. Lass mal hier unten hin, was da? Wir können spinnen. Und zwar können wir, haben wir die Möglichkeit zwischen einem Needler. This item gets minus damage to enemy this turn. Okay, dafür macht es halt Poison, ist auch in Ordnung. Aber wir haben die Möglichkeit hier was. Jetzt. It's free poison to self. Na gut, das lohnt sich schon. Weapons that are two space away get plus. Ah, das Ding ist ja Hammer. Also, das sind ja außer dem Fluch, ne? Den will man natürlich nicht haben. Die Flüche sind die Sachen, die man im Inventar organisieren muss. Wenn man keinen Platz hat, kann man natürlich auch Damage nehmen. Wir können einmal for free spinnen. Mein Glück, wie ich es kenne, kriege ich den Fluch. Oh, wir kriegen das Vampirism-Ding. Oh, okay. Oh, es gibt noch andere coole Sachen. Lass uns mal nochmal spinnen für 3 Gold. Oh Gott, ich hasse mich. Oh Gott. Puh. Okay, was haben wir hier? Ein Lucky Dagger can be used one time each turn. Okay. Mag ich gerade noch nicht so, aber das Ding hätte ich ganz gerne. 10 Vampirismus. Also ich krieg 10 Leben halt wieder. Packe aber 3 Poison auf mich. Ach nee, das lohnt sich nicht. Nee, sind beides uncoole Sachen. Na gut. Aber Poison ist nicht so, dass du 3 Schaden auf einmal bekommst, sondern es ist weg, sondern 3 Schaden kriegst du und in der nächsten Runde kriegst du 2 und nächste Runde kriegst du wieder 1. Ist gefährlich. Ist wirklich gefährlich. So, wir können jetzt verkaufen. Oder Sachen kaufen. Noch zum Beispiel wieder ein Cleaver, hier haben wir eine Machete. Hier haben wir ein Hatchet, can be used one time each turn. When Armor is present, ne? Wir haben eine Armor, deswegen bringt uns das nichts. Wir haben eine Clothing Armor, das heißt, es würde minus 4 Schaden kriegen. No, no, no. Ah, alles nicht so geil, finde ich. Ich hatte bisher nicht so wirklich Glück mit dem... mit den Händlern. So, wir machen, die machen 5, 6, 4, also 15 plus 8, 23 Schaden. Each turn adds 2 rage to enemy. Will add 2 damage when attacking with a weapon. Ist ja widerlich. Hau ab. Na, gucken. Aber ich krieg heute immer Haste dazu. Deswegen jetzt extrem viel Rüstung dazu. Der macht mir 18 Schaden und ich habe 24 Rüstung. Also, let's go. Weg damit. Pack mir wieder ein 4 Haste dazu. Perfekt, let's go. Ja, das ist. Und hier seht, ne? Jedes Mal, wenn ich. Ich habe jetzt 9 Spikes. Das heißt, er macht sich jedes Mal 9 Schaden selber, wenn er mich angreift. Ah, ich liebe dieses Game. So, da wir diese Gloves haben, ich möchte gerne das einmal hier machen, damit wir eine längere Waffe haben können. Und das nach links. Und das nach links. Ja, dann. Wir müssen mal gucken. Das macht's. Position, wenn ich das jetzt. Wir haben das plus 4, ja? Ne, immer noch plus 2. Interessant. Immer noch plus 4. Mhm. For each space below this. Also für jedes. Für jeden Platz da drunter, der frei ist, das müsste theoretisch 0 haben. What? Ach so, below this, ohne dass es empty ist. Ah, verstehe. Okay, der darf, der muss nicht empty sein. Verstehe, verstehe, alles klar. So, dann machen wir es mal hier. Kriegt er nämlich noch mehr dazu. 2 Block leider nur. So, was haben wir hier? Noch eine Rose. Die nehmen wir natürlich mit. 30 Schaden. Okay, das Ding ist heftig. Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meinem Dings gerade, mit meinem Inventar. Und man muss halt im Prinzip immer wieder neu gucken, okay, was hat sich jetzt vielleicht geändert an meinen Items, wie agieren die miteinander. So, er macht 15, 21 Schaden. Und er macht sich 4 Schaden. Ach geil, vor allem jedes Mal macht er sich 4 Schaden. Er macht mir 13 Schaden, easy peasy. Er tötet sich einmal selber. Zack, zack. Oh, also nicht getötet. Habe ich gerade Schaden bekommen? Nee, ne? Glaube nicht. Curse Blade. This item is conductive. On use, deals 6 damage. This is a legendary item. For each adjacent or diagonal curse. Oh, okay. Jetzt werden wir Flüche haben. Oh, was ist das, Alter? Tilted Sword. Aber das muss man halt schräg reinpacken.
Gefällt mir nicht so sehr. Aber das sieht ja hammergeil aus. Aber das kann ich nicht mitnehmen. Oder kann ich es mitnehmen? Eigentlich schon, oder? Jetzt macht er sogar 8 Schaden. Ah, der macht sowieso 8 Schaden. Er macht 7 Schaden. Also das sieht halt geil aus, aber das ist halt besser. Und ich will ehrlich gesagt auch keine Flüche mitnehmen. Das ist nicht mein Wunsch. So, was haben wir hier? Nein, will ich nicht. Ah, kann ich nicht. Oh, die Waffe ist aber auch schön. 20 Schaden. Okay, da haben wir einen Cleaver. Wir möchten gerne diese Waffe haben. Ah, mein Wegen, gib mir das Cleaver her. Oh, cool. Wir können das also theoretisch mitnehmen. 20 Schaden für 2 Energie halt, ne? Lizard King Sword. Das würde dann halt 21 Schaden machen, glaube ich, ne? Ups. Hm. 21 Damage, okay. Gefällt mir. Dann haben wir zum Beispiel auch eine. Hier ist das King Cleaver zum Beispiel. Verursacht 6 Schaden. Und adjacent Cleavers get used. Das heißt also, die angrenzenden Cleaver werden alle benutzt. Auch eigentlich eine geile Taktik, muss man dazu sagen. Okay, die Waffe kenne ich noch gar nicht. Die Viecher kann ich, glaube ich, nicht leiden. So, die machen mir 14 Schaden. Zack. Der added Regeneration. 21 Damage, schon geil. Ah, let's go. Ja, ich kann halt nur. Ja, siehst du. Ja, Schaden, Mann. Ich kann halt nur einmal angreifen. Ja, die kennen sich alle selber perfekt. Wir haben noch einen Slimestorm, das hatte ich letztes Mal schon, aber ich habe es nicht ganz gerafft. Each combat, another Slimestorm will be created at the end of combat. Also, noch ein Slimesword wird, nach jedem Kampf created. Weiß aber nicht, wie sinnvoll das ist. Oh, noch eine Rose. Die gefällt mir. Oh, das mal weg hier. Wobei, nee. Haste finde ich aber auch gut, dann wollen wir das hier wegmachen. Der Rest bleibt. So. Also ein echt cooles Spiel, oder? Also muss ich schon sagen. Die machen 13 Schaden. Let's go. Leider kann ich immer nur einmal angreifen. Ärgerlich. Weil ich einfach nur 3 Energie habe. So, das nochmal dahin. Dann kann ich nämlich eins nach oben schieben. Ich könnte theoretisch auch nochmal das machen. Dann kann ich nämlich das nach oben schieben. Kriege jetzt 8 Block dazu. Dann haben wir wieder einen Hatchet. 25 Block dazu. Ja, man kann zum Beispiel auch auf Mana spielen. Mana habe ich bisher noch gar nicht gespielt. Ein Mana-System. Aber der Rest gefällt mir gar nicht. Die Items sagen mir nicht so zu. Ja, wir machen 12 Schaden, ist okay. Let's go. Ich war irgendwie auf 4 Energie. Es gibt ein Item, was mir eine Energie on top bringt. Das hätte ich ganz gerne. Aber das ist ein Legendary Ring, glaube ich. So, das kann man mitnehmen. Das sind Empty Cups, die machen 6 Schaden, ist aber auch eine Waffe. Wir haben hier noch einen Key, einen Small Key. Und der Rest ist egal. 8 Block jedes Mal, ist ja Wahnsinn. So, das ist eine Heilung, ne? Naja, will ich nicht haben. Was ist das? Unlock the door mit einem Schlüssel. Ah, okay. Dann hätten wir theoretisch diese Gene nicht machen müssen. Wir bleiben natürlich aber dabei. So, killen. Ah, wir haben noch nicht genug Schaden, okay. Ah, ist ärgerlich. Ich wollte, wie gesagt, eine Energie brauche ich noch. Zack, zack. 13 Spikes. Ja, perfekt. So, wir haben ja noch einen gekrümmten Pfeil.
For each empty space below this, this item gets one damage. Ah, schon sehr coole Sachen. Knight's Armor. Was würde mein... Each turn adds free block. Each turn adds free block. Ah, hier haben wir noch eine Crossbow. Hier haben wir noch eine Wasserflasche. Gefällt mir alles gerade nicht so richtig. Kann die meinetwegen mitnehmen. So. was ist das? Ein Earthstone Blade. Das Item ist heavy. Es muss also nach ganz unten. For each space below this. Also man braucht halt vorher heavy Items. Was ist das hier? Old Lock creates Herb in the space. Das gefällt mir nicht. Armor. Oh, kann ich leaven? Ja, will ich nämlich nicht machen. Passt mir nicht so richtig. Let's go. Auf zum dritten Part. Finale. Und wir sind hier auf der Map. Wir können auch immer auf, mit der Maus über die Gegner. Hier haben wir eine Queen Bee, also eine Königsbiene. Oder die Königs... Die Königinnenbiene. We'll summon an enemy. Das heißt, wir hauen einfach mal drauf. Und blocken uns. Wobei es eigentlich egal ist. Er beschwört jetzt nämlich zwei Bienen. Die machen mir 11 Schaden, er macht mir 15, 22. 37 Schaden plus ein Gift. Plus, die killen sich natürlich bald irgendwann selber, ne? Und Gift geht leider durch den Block durch. So, was machen die? Curse. I. Hau ab. Meine Water Flask. Zack. Er will sich zweimal schilden und neue Dinger beschwören. Okay, kann mich ruhig angreifen, passt schon. 26, brauchen wir noch ein Schild. Plus einmal attacken. Er killt sie nämlich selber, ne? Das ist perfekt. Wie gesagt, kriegt leider Giftschaden. Was willst du da machen? So, wie viel Schaden haben wir? 21. 14 Schaden, wir machen 25. Also theoretisch können wir uns... Ne, einmal muss ich denken. Zack, zack. Killt sich selber. Perfekt. Wir kriegen ein Sandwich. Alle Consumables kriegen 200% Bonus Healing. All Consumables gets plus two, free Rage. Oder eine Fluffy Cotton. All Wands get this effect. Also Wands sind halt Zauberstäbe, habe ich halt nicht. Das heißt, ist egal. Ach, schade. Bringt mir also leider nichts. Man kann sich auch nur ein Item von diesen wertvollen Items mitnehmen. Sind für mich jetzt nicht wertvoll gewesen, aber okay. Dann schauen wir mal hier noch. Noch eine Kiste. Oh, die verändern sich nicht. Hier haben wir wieder einen Block. Das ist uns egal. Was haben wir da? Unlock the door. Nee, doch. Na, wir haben aber die Möglichkeit zwischen zwei weitere Flure. Und hinter der Tür scheint er, denke ich mal, entspannter zu sein. Also nicht so heftig. Jetzt sind wir nämlich in Enchanted Swamp. Am anderen wäre vielleicht in einem Lava-Gebiet oder so. Aber ich glaube, den Swamps habe ich nicht gemocht. Skink. Was sind Skinks? Okay. Na, das ist perfekt. 3, 6, 15. Huch. Ging aber viel Schaden ab. Ah, und jedes Mal Spikes dazu kriegen, ist das geil. Ah, ich liebe es, wenn die sich alle selber killen. Aber was sagen, diese Spike-Dingens ist auch mega gut. Gefällt mir sehr gut. So, wir machen mal hier ein bisschen Platz. Dann werden wir das mal umswitchen, so. Was haben wir hier? Adds 2 Energy, adds 2 HP. Auch nicht verkehrt. Das Wooden Sword hatte ich mal gehabt. Und die Double Halberd ist auch nicht verkehrt, aber... Wobei, wir haben keine angrenzende Waffe. Aber die macht halt 21 Schaden, wobei die macht 4 Schaden an allen Gegnern. Und die macht halt 21 Schaden an einem, ist auch geil. Wenn wir aber dann 5 Schaden haben, machen wir es mal so. Just for fun, mal gucken. 5 Schaden... Machen wir 15 an allen. Finde ich schon verkehrt. Finde ich nicht verkehrt. Ja, auch wenn es wirklich echt cool ist, das Lizard King Sword, muss ich es leider hier wegmachen, weil es einfach nicht für mich gedacht ist. Man bräuchte einfach diesen Ring, der uns nochmal eine Energie zusätzlich bringt. Das wäre halt ganz praktisch. Ansonsten ist es halt leider nicht so geil. Wir haben einen Drachen, der sich extrem viel Rüstung bringt. So. Zack, zack, zack.
Macht 5 Schaden. Aber die Rüstung, die vergeht halt pro Runde halt wieder, ne? Oh, 13, okay, passt. Killt sich jetzt halt mit 17 halt selber, ne? Also, geil. Oh, was haben wir da? Ein Bramble on News Ads. Okay, ist wieder ein einmaliges Item. Mag ich nicht so sehr. Oh, alles wieder Schrotti. Poison. Whetstone can be used one time each turn. Adds one poison to self. Weapons in this row get plus poison to this combat. Achso, on News ist auch wieder einmalig? Ne, eigentlich nicht, ne? Ist nicht verkehrt? Funktioniert das? Nee, ne. Row ist nicht die Spalte scheinbar. Ah, dann müsste ich den Weg machen, das ist auch wieder nicht gut. Aber es ist ja natürlich cool, wenn wir Poison haben, ne? Wenn wir halt alle angreifen können. Was ist, wenn ich den switche? Ah, funktioniert gar nicht. Aber wie sieht's denn hier aus? Wer gibt mir denn einen Schaden dazu? Die Rüstung, ne? Ja, das heißt, wir können das theoretisch so machen. So. Hat sie 5 Schaden? Das funktioniert trotzdem alles noch perfekt. Und wir kriegen jetzt automatisch noch einen... Oh, der gibt mir einen Poison auf mich selber. Okay, gefällt mir nicht. Verdammt, hätte ich gar nicht umswitchen müssen. Warte, haben wir hier Adds 1 Energy. Ah, lass mal, lass die Dings. Ach Mann, warum vergiften die mich alle selber? Was haben wir da Schönes? Eine Keule. Wir haben noch einen Spike-Helm. Den können wir theoretisch auch noch nutzen. Müsste man theoretisch so machen, oder? Auch nicht verkehrt. Was, wenn ich das so mache? 3 Block. Er macht da zwar nur noch 7 Block, das ist aber okay. Other Helmet ist minus 1. Helmet to the right. Aber hier ist kein Helm zum rechten. Verstehe jetzt auch nicht, warum ich minus 1 kriege. Aber wir kriegen jetzt auf jeden Fall noch mehr Spikes dazu. I love it. Was haben wir hier? Turtle und Skink. Und hier haben wir auch Turtle und Skink. Das ist eigentlich ziemlich egal. So, die machen mir etwas Schaden. Ist egal. Weg damit. Und wieder mehr Spikes. Zack. Wird ein guter Run. Finde ich tatsächlich gar nicht so verkehrt. Wobei man das immer denkt, dass es ein guter Run wird. Und auf einmal kommen dann Gegner, die dich einfach töten. Easy peasy. Was haben wir hier? Ein Vampire Blade. 2 Vampirism. Wir kriegen also 2 Leben wieder. So, auch hier das gleiche wieder. Zack, zack, zack. Die machen nämlich nicht viel, außer dass er sich extrem blockt. Ich weiß zwar nicht, warum er das tut. Aber egal, er killt sich jetzt mit extrem viel Spikes selber. Du, 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 du. Zack. Okay, was haben wir sonst so? Noch eine Rose. Hier habe ich einen Haze. Das ist okay, das können wir mal wegmachen. Habe ich schon lange nicht mehr gebraucht. Und wir kriegen hier nochmal einen Energy dazu. Packen wir auch mal rein. Oh, das hier. Können wir 10 Leben, falls wir Leben bräuchten. Was haben wir hier? Ein Ethereal Stuff. Can be used one time each turn. This item is conductive, creates Ethereal Shift in a space that is in a row. Okay, kenne ich noch nicht die Waffe. So, ich habe keinen Schlüssel. Never mind. Da wäre halt eine Kiste dahinter gewesen. Die wir jetzt leider nicht öffnen können. Das ist ein ekelhafter Fluch. Will add a curse of poison or curse of spikes to inventory. Ich würde das Viech gerne mal killen. Oh. Ah, perfekt. 14 Schaden. Der macht leider dummerweise 19 Heilung. Theoretisch müsste ich den zuerst killen. Ich hasse Flüche. Add 10 spikes to all enemies. Naja, wir nehmen lieber 6 Schaden. Alter, ich hasse das, wirklich. Gott, ich hasse diese Viecher. Ich glaube, wir müssen nächste Runde das da benutzen. Wieder 7 Schaden muss ich nehmen. Alter, diese Heilung ist so lächerlich. Aber ich krieg die ja nicht down, ne?
Und der heilt hat immer wieder mit 19 Leben. Ich hätte ihn mal töten sollen. Ich kann das nicht nutzen. Das ist viel zu heftig. Oh man, ich hasse das. Ah, ist das widerlich. Tötet sich jetzt selber glücklicherweise, bevor er mir den Fluch gibt. Also das sind natürlich wieder so Gegner, die einfach absolut widerlich sind. Wirklich, die sollten sich schämen, diese Kackgegner. Ja. Widerliche Drecksviecher. Aber gut. Ja, diese Fluchgegner sind einfach wirklich widerlich ohne Ende. Ohne Flüche tatsächlich wäre das Game gar nicht schwierig. Aber die Flüche gibt's halt nun mal leider. Skink, Nude, Skink. Was ist denn Nude? Okay. Ihr macht drei Spikes auf sich selber, ist in Ordnung. 16, okay. Leider ist das natürlich ein Problem. Wenn er sich spiked, ich kann im Prinzip gar nicht angreifen, ne? Was, wenn ich mich einfach nur blocke? Einfach nur schilde. Weil ich kann nicht angreifen, weil sie alle mir Spikes geben würden. Ist aber nicht verkehrt, wenn ich mich einfach nur selber blocke. 73 Schild, ja moin. Solange sie mir kein Gift oder sowas reindrücken, ist ja okay. Genau, einfach die Runde enden. Ah, ich liebe es. Wie sie sich einfach selber kennen. Ja, ich kann wie gesagt nicht angreifen, ne? So, kann man hier mal ein bisschen Heilung nehmen. 50 Schaden. So, Level up. Ich kann das alles ein bisschen nach oben schieben. Machen wir auch mal, denke ich. So. Das alles eins nach oben schieben. So. Oh, wir haben Footwear. Für jeden Platz über das gibt's, kriegt's einen Block. Na, dann nehmen wir das so hin. So. Hat jetzt 4 Block dazu. Was haben wir hier? Honeysuckle. On News, okay, On News mag ich nicht so. Adds 10 HP ist in Ordnung. Wir können ja natürlich noch einen. Den Schild nicht in die Mitte, wa? Ich würde ja noch einen Spike Helmet mitnehmen wollen. Funktioniert das? Ups. Ja, ja, ja. Ah, ist ja gut. Oh, ich hasse die Viecher wirklich. Also, okay, wir sollten auf keinen Fall mehr gegen Salamander kämpfen. Geht gar nicht. Die Viecher sind einfach absolut widerlich. Echt, schämt euch. Ich mache da auch kein Damage. Die Waffe ist halt kacke. Wir machen zwar 5 Schaden an allen, aber es ist gar nicht das, was ich machen möchte. Naja. Ja, das war's gewesen. Ich habe gegen den keine Chance mehr, denke ich. Schön, dass die Spikes da sind. Oh, ich hätte mich heilen sollen. Ja, perfekt. Und ich könnte ihm jetzt theoretisch noch 6 Schaden machen. Das bringt nicht viel. Oh, ich hätte mich schilden sollen. Ups, na, das war's. Ah, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ich Trottel. Ah, das... war's nicht gewesen, weil Spikes einfach overpowered sind. Wir haben einen Keysword. Verursacht 7 Schaden. Na, zum Beispiel gegen die Gegner ist, oder gegen die Salamander ist halt nicht cool, AOE-Attacks zu haben. Tatsächlich, glaube ich, könnte ich den rausnehmen, ne? Machen wir hier lieber einen Keysword hin. 8 Schaden. Noch eine Rose. Noch ein bisschen mehr Block dazu. Zack. Ja, noch ein bisschen Platz. Was haben wir hier noch? Each turn adds 0 Block. Na, man braucht halt mehr dafür. Gott, ich hasse Salamander. Haben wir wenigstens eine Heilung oder so? Buy a Fish, ne? Nehmen wir mit. Wollen wir noch einen Fisch kaufen? Oder wollen wir noch einen Fisch kaufen? Ja. Zack. Ja, 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 finde ich gut. 2, okay. RIP. RIP Run, das war's. Zwei Salamander, der wollte mich doch verarschen, ey. Ja, schade. Aber es war ein cooler Run gewesen, muss ich sagen. Hast aber keine. Also, gegen die habe ich keine Chance. Also, wir können versuchen, okay. Gucken wir. Ach, das war ein Haste gewesen. Aber es bringt halt nicht viel, ne? Also.
Da kannst du machen, was du möchtest. Wenn die mir einfach jedes Mal, ne, zum Beispiel, aber es ist halt auch so, wenn, selbst wenn ich es nehmen würde, würde ich jede Runde 3 Gift auf mich selber kriegen. Ja. Und hier ein großer noch, also jede Runde 1 Spike auf alle Gegner. Geht dann nicht. Also, absolut lächerlich, ganz ehrlich. Salamander sind so lächerlich. Würden diese Curses meinem Block Schaden machen und nicht mir, dann wäre das was ganz anderes, aber so... No way. Also, schade. Sehr, sehr. Und da wird bald retry, ne? Jetzt haben wir einfach, ne, verloren. Wir kriegen auch nichts für den nächsten Run mit oder ähnliches, sondern wir müssen einfach wieder von vorne kämpfen. Ich muss sagen, es war eigentlich ein cooler Run gewesen mit den Spikes. Aber die Salamander sind wirklich eine ekelhafte Sache. Dafür brauchst du halt wirklich instant Schaden, um die alle komplett zu killen. Dafür wären zum Beispiel die Cleaver ganz cool. Das heißt, die Swamps möchte man eigentlich, soweit es geht, vermeiden. Weil die Swamps kacke sind. Die Salamander sind, okay, ich hoffe, er balanced das noch ein bisschen, weil die haben 100 Leben. Das heißt, sie können mindestens 2 bis 3 Flüche pro Kampf raushauen. Und wenn du halt 2 hast, boah, bist du einfach alles Leben weg. Aber es ist ein richtig cooles Game. Ich freue mich wirklich auf den Steam-Release, der dann April 2023 sein wird. Spätestens. Ja, bis dahin probiert es gerne mal aus. Ich packe euch einfach den Link zum Browser-Game in die Videobeschreibung, plus auch noch das Kickstarter, die Kickstarter-Verlinkung, damit ihr selber ein bisschen unterstützen könnt, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Angespielt. Danke fürs Zusehen. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.